Alles Gute, euer Gnaden. Alles klar. Danke dir. So, hallo. Zu einer neuen Ach so, da kommst du gleich in die Taverne. Oha. Ja, dann schauen wir mal. I do what I must. Wir sind mal ein bisschen volksnah. Plappern mit den Bürgern. Warte mal. Aber in dem wahrscheinlich nicht. Der ist total besoffen. Oder müde. Oder müde. Wer ist Delia und Heiland? Ach, sind es die, die wir... Hatten wir die befreit? Ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Oder nee? Das jemand... Hatten wir nicht mal irgendwo welche befreit? Oh Gott. Ich weiß natürlich die Namen nicht mehr. Aber das sind andere hier. Ich sehe einen stämmigen Mann in abgetragener Rüstung. Sein Gesicht wird von silbernen Stoppeln eingerahmt und seine dicke Nase ist rot und bockennarbig. Er strahlt absolute Ruhe aus. Als ich mich ihm nähere, verbeugt er sich voller Respekt und Würde. Heiland, euer Gnaden, Hauptmann der Stadtwache. Ach, du bist Hauptmann der Stadtwache? Okay. Und neben noch haben wir eine junge Zwergin. Sie salutiert unbeholfen. Delia, Assistentin des Hauptmanns. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten zu sein, euer Gnaden. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, einen Hauptmann der Wache angeheuert zu haben. Um ehrlich zu sein. Ich kam auf Befehl von Lady Chimandi Aldori mit einem Dutzend meiner besten Wachen aus Restov. Ja, euer Gnaden. Den Rest habe ich unter den Einheimischen rekrutiert. Ach so. Seid unbesorgt, euer Gnaden. Wir sind jetzt Untertanen eurer Baronie. Wir haben geschworen, euch treu zu dienen. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Außerdem erhalten wir unseren Sold aus euren Schatztruhen. Ja, sehr schön. Der Hauptmann sieht die weibliche Wache mit gerunzelter Stirn an, ehe er seufzt und sich wieder mir zuwendet. Ach nee, Entschuldigung. Das war sie, wo das gesagt hat. Ja, so ist es. Jeder von uns ist bereit, sein Leben zu geben und euer Gnaden zu schützen. Es gibt allerdings noch Nachholbedarf, was die Disziplin angeht. Kennt ihr diesen Zwergenautor? Baldrische Zebras, knoflige Tundras? Der Name ist mir gerade entfallen. Meine Leute lesen seine Bücher über den Wachdienst während des Dienstes. Ich muss ihnen wohl eine Lektion erteilen. Haben die Wachen alles, was sie brauchen? Oh, wir haben eigentlich ausreichend Waffen und Vorräte, euer Gnaden. Und es sollte, er ist, naja, angemessen, sag ich mal, angemessen. Wir können Spielzeug für die Kinder kaufen und uns nach unserer Schicht ein Krug Bier gönnen. Natürlich wächst die Stadt und es wäre schön, auch unsere Reihen aufzustocken, aber darum können wir uns auch selbst kümmern. Und ansonsten? Naja, ich bin schon mein ganzes Leben Wache. Angefangen habe ich als rotznäsiger Bengel in der Stadtwache, in der Nachtwache. Restov ist berühmt für seine Fechtschulen. Junge Leute aus sämtlichen Flusskönigreichen kommen dorthin, um sich ausbilden zu lassen. Es scheint, als hätte jeder Zweite ein Schwert und jeder Dritte denkt, er könnte damit besser umgehen als alle anderen. Falsches Wort und jeder Streit unter Bedrungenen könnte schnell zu einem unkontrollierten Kampf ausarten. Deshalb gibt es in der Stadt auch so viele Wachen und sie nehmen nicht jeden auf. Lady Chimandi hat von meinen Leistungen erfahren und mich für eine Beförderung auserkoren. Deshalb bin ich hier. Delia habe ich vor etwa 10 Jahren auf der Straße aufgegriffen. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern. Winziges Zwergmädchen, das auf den Stufen zum Tempel saß. Mit schmutzigem Gesicht, barfuß, fütterte sie dort eine streunende Katze mit etwas Brot. Ich sah sie und mein Herz setzte für einen Schlag aus. Naja, ihr schaut nicht in meine Augen. Woher sie kommt und wer sie aus welchen Gründen allein gelassen hat, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wissen es nur die Götter. Als sie dann größer wurde, versuchte ich, sie zu einer Handwerkslehre zu bewegen, aber wer kann einer Zwergin schon Vernunft beibringen? Sie wollte eine Wache werden und damit war das Thema für sie erledigt, also bilde ich sie jetzt selbst aus. Sie ist zum Glück ein helles Köpfchen und alles andere als schwach. Okay, noch eine ruhige Schicht.
Alles gut. Alles gut. So, hier haben wir noch mehr Bürger. Hier drüben haben wir ein Anschlagbrett. Da gehen wir gleich hin. Wer ist denn das hier? Kann es mir jemand sagen? Wen wir hier... Ist es irgendein König oder ist... Oder ist es Erastil oder wie? Ich kenne mich da echt nicht aus. So, bis... Ach doch, wir haben, glaube ich, schon mit hier mal gesprochen, mit den Händlern zumindest. Zeig mir nochmal eure Waren. Ich glaube, da hatte keiner von euch Dummköpfen. Wir schauen mal, ob wir was verkaufen könnten. Verkaufen wir die ganzen Felle. Auch wenn du nicht viel gesammelt hast, ein paar Felle hast du ja gesammelt. Ja, den möchte ich eigentlich noch nicht verkaufen. Wir haben aber noch irgendwas zum Verkaufen. Aber was habe ich denn hier für Bücher? Die Bücher muss ich noch... Die brauchen wir noch nicht. Die sind nur 2 Pfund. Nee, um Gottes Willen. Weg damit in die Truhe. Aber hatte ich nicht noch... Ein Händler würde viel Geld dafür bezahlen, kann aber auch verwendet werden, um bestimmte Zauber zu wirken. Dann behalten wir es lieber mal. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee. Anscheinend nicht. Was ist denn das hier? Achso. Und die Perle? Okay. Gut. Ja, die Bücher darf ich hier nicht vergessen. Ich vergesse es übern Reden. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's nicht gern, aber ich sag's euch, wie es ist. Hasuf, mein Freund aus Absalom. Ach ja, ich kann mich entsinnen. Ich glaube, hier hat niemand... Auch nur im Entferntesten. Wie viel Geld haben wir jetzt? 16.000. Eine anständige Rüstung. Ne? Eine anständige Rüstung. Ritterrüstung für Valerie, oder? 10 Rüstungsklasse plus 1 und 1 Maximalgeschicklichkeit. 10 Rüstungsklasse. Wenn man wüsste, was die hier haben. Valerie, was hast denn du gerade an? 7. 3 Maximalgeschicklichkeit. Ich würde dir am liebsten sowas geben, um ehrlich zu sein. Minus 5 Rüstungsmalus. Aber diese 3 Maximalgeschicklichkeit, wisst ihr? Das ist schwierig. Ich finde, es ist sehr schwierig. Das ist... Was hast du eigentlich an? Ja, das sieht gut aus. Ja, nee, das lassen wir. Und noch Rindenhaut. Ja, wenn du es mal machen würdest. Aber du bist echt gut... Bist gut ausgerüstet. Gebe ich zu. Ah, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde es wirklich gern geben, die Ritterrüstung. Aber am Ende, diese Maximalgeschicklichkeit... Ach, ich bin mir wirklich... Was sagt denn ihr dazu? Denkt ihr, wir sollten lieber auf... Das könnt ihr mir ruhig auch mal sagen. Wir sollten lieber auf...
sollten die Geschicklichkeit sagen und lieber auf was anderes gehen. Was? Der ist neu, oder? Vor mir steht ein junger, rothaariger und überraschend weißer, glattrasierter Zwerg, der sich an einem Vorschlaghammer lehnt. Er liest gerade ein Buch, blickt aber auf und verbeugt sich leicht, als ich näher komme. Seid gegrüßt, euer Gnaden. Bin Wärtel, ein Schmied. Wie kann ich helfen? Ihr seht aber ein wenig anders aus als die meisten Zwerge. Wärtel seufzt und fährt sich mit den Fingern durch die Haare. Ah, hat er denn einen Bart erwartet? Ja, nichts für ungut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, welcher Sinn hat ein Bart? Vor allem, wenn man Schmied ist und mit Feuer arbeitet. Man senkt ihn sich an, taucht ihn in Lampenöl, wird von seinem Funken aus der Schmiede getroffen und schon ist der schöne Bart Geschichte. Also ohne Bart bin ich echt eindeutig besser dran. Oh, das ist ein Wort. Was lest ihr denn gerade? Wärtel sieht leicht verwirrt aus. Naja, verschiedensten Dinge. Es ist nett, sich eine Pause mit einem guten Buch zu gönnen. Seht ihr, ich sag das doch. Die sind echt buchophil. Im Moment lese ich gerade Ehre und Tapferkeit, 10 Abenteuer des vortrefflichen Willis Gunderson in Absalom. Schon wieder von Absalom. Wir müssen mal in dieses geheimnisvolle Absalom. Ja, ich höre zurzeit eigentlich nur noch Hörbücher, weil ich bin viel unterwegs. Ich reise auch viel mit der Bahn und deswegen eigentlich nur, ne? So, erzähl mir noch was von euch. Ah, was gibt's da schon zu erzählen, euer Gnaden? Ich bin ein Schmied. Mein Vater war ein Schmied, mein Großvater war ein Schmied. Genau wie sein Großvater vor ihm. Und ich denke und bin der Meinung, dass auch sein Großvater davor ein Schmied war. Richtig. Abgesehen davon waren sie alle bemerkenswert fruchtbar. Weshalb ich reichlich Väter an ersten, zweiten, dritten Grades habe, die ebenfalls Schmiede sind. Nahezu alle Waffen in Mivon wurden von jemandem aus unserer Familie geschmiedet. Ja, deshalb habe ich meine alte Heimat verlassen. Meine Fähigkeiten sind hier deutlich nützlicher. So viel steht fest. Wollen wir doch mal schauen. Naja, Moment. Wir können sie uns nicht leisten, ne? Ja, Nee, so viel besser ist sie auch, ne? Was ist denn an der jetzt um so vieles besser als an... Schau doch mal hin. 10 plus 1... Dann haben wir den Rüstungsmalus und die 1 Geschicklichkeit in 35. Ich meine, okay, Adamant, ich habe keine Ahnung, was Adamant dann bedeutet, aber... Das würde mich jetzt echt nochmal interessieren. Wer war das? Ich glaube, sie, ne? Nee. Yasuf, oder? Yasuf, zeig mir nochmal. Hä? Yasuf, du hast doch noch viel mehr Zeug. Ich muss nochmal schauen. Schau doch mal hin, das ist dasselbe. Ich glaube, ein Rüstungsmalus weniger, ne? Aber die kostet hier, schaut mal hin, wegen ein Rüstungsmalus? Wartet mal, hier sehe ich gerade was. Oh, kostet auch 18.000. Aber das kostet nicht so viel. Einen Kompetenzbonus plus 5 auf Wahrnehmungswürfe. Puh. Ja, Wahrnehmung ist nicht so schlecht. Warte mal, Umhänge. Hat jeder von euch eigentlich einen Umhang? Linse nicht. Octavio nicht. Octavia einen Umhang? Resistenzbonus. Wollen wir noch mal ein bisschen Alchemistenfeuer mitnehmen? Wie viel haben wir denn noch?
Ja, warte mal, müssen wir mal zu ihm hier. Haben wir echt alles verbraucht an Alchemistenfeuer? Habe ich so viel geschmissen? Kann ich mich gar nicht entsinnen, dass ich so viel Alchemistenfeuer von mir rumgeschmissen habe. Ja dann. Ja dann, ja. Nehmen. Achso, du hast nichts mehr. Ich wollte schon sagen, machen wir ein bisschen mehr. Nee, da müssen wir wirklich immer kaufen von dem Zeugs, weil die haben nur begrenzt, ne? Um ehrlich zu sein, die 1000 geben wir mal aus. Sei es drum, ne? Ein Helm? Oh. Dann könnten wir nämlich... Du hast keinen Helm. Dir gebe ich den Helm. Natürlich gebe ich dir den Helm der Klarheit. Du brauchst unbedingt einen Helm. Okay. Was haben wir hier noch? Kotteln? Ist das ein Gürtel? Ja, ne? Hm. Wir hatten von euch noch... Ich glaube, ich habe allen einen Gürtel gegeben. Ne? Außer Octavia schon wieder mal. Geschicklichkeit. Riesenstärke nie. Schutzring plus 2. Aber wir können nur einen Ring. Ich glaube, jeder hat von euch, glaube ich, einen Ring. Moment. Nee, wir können 2 Ringe. Oha. Wie viel kostet denn der? Oh, 8000. Nee, ist mir zu. Das ist mir zu fett. Das ist mir derzeit zu fett. Ich weiß nicht, für was ich noch das Geld ein bisschen bräuchte. Aber wisst ihr, den kaufe ich mir trotzdem. Du hast doch einen Bogen, oder? Nee, das ist kein Bogen. Das ist schade. Du bekommst jetzt einen Bogen. Du bekommst jetzt einen Bogen. Denn ich denke, der müsste ein bisschen mehr, weil mit seinem Wissensbogenwürfen von Natur, den möchte ich, wisst ihr? Und noch auf Schaden mit dem Bogen. Dann bekommst du einen Bogen. Du musst dich umstellen, mein Freund. So, jetzt haben wir ganz schön ausgegeben. Ich sag's nicht gern. Aber so ist es. Dann können wir eigentlich gleich... Oder wartet mal, wir hatten hier einen Bogen von euch. Gar niemand. Doch du. Aber du benutzt den eh nie, um ehrlich zu sein. Du benutzt den eh nie, den leih ich mir. Du bekommst von mir erst dann die Armbrust. Gut. Oder haben wir noch hier ein Boot? Nee. Okay. Das wird heute eine Einkaufsfolge. Ne? Ja, es gibt immer die Einkaufsfolgen. Da müsst ihr durch, als Lorich. So. Das muss ganz klar bedacht werden. Oh, wir haben nur noch 6000. Oh, ich... wir haben aber immer noch nicht einen... Noch nicht einen Heiltrank. Wer bist denn du? Eine dunkelhäutige Frau in prächtigen, goldbestickten Gewändern begrüßt mich mit einer höflichen Verbeugung. Ihre strahlenden Augen scheinen aus geschmolzenem Gold zu bestehen. Seid gegrüßt, edler Herrscher dieser Gefilde. Mein Name ist Arsinoe. Ich bin eine Gesandte des Tempels von Abadar in Absalom. Schon wieder von Absalom. Die in der Annahme hierher kam, eure junge Baronie könnte vielleicht die Dienste einer Priesterin gebrauchen. Jo. Erzählt mir mal ein bisschen von Abadar. Mit Vergnügen. Abadar ist der Gott der Städte, der Gesetze, der Händler und des Wohlstandes.
Der Kern seiner Lehre ist sehr simpel. Recht und Gesetz fördern die Entwicklung der Zivilisation, die wiederum ein Leben in Friede und Wohlstand ermöglicht. Während Erastil alte Sitten, kleine Ansiedlungen und einfache Dinge wie die Jagd schätzt, ist aber ein Förderer des Fortschritts, komplexe Handelsbeziehungen, der Ordnung und des Unternehmergeistes. Jeder Priester von Abadar hat seine eigenen Gründe, ihm zu dienen. Einige halten das Gesetz für den wichtigsten Aspekt ihres Glaubens und hüten es vergleichsweise fanatisch. Für andere zählt allein das Wohlbefinden ihrer Gesellschaft. Ich persönlich folge Abadars Lehren, die besagen, dass die Zivilisation selbst die wildesten Länder durchdringen und den Leuten ein Leben in Sicherheit und Behaglichkeit ermöglichen muss. Das hat alles seine Schatten und positiven Seiten, ne? Ihr seid eine Asimar, wenn ich mich nicht irre, oder? Oh, ich schätze, das ist nicht zu übersehen. Was? Ja, ich bin eine Asimar, aber ich habe keine Ahnung, wie oder wann das Blut der Himmelswesen in meine Familie kam. Unter all meinen Verwandten und den mir bekannten Ahnen bin ich die Einzige, in den Adern es pulsiert. Ich muss allerdings zugeben, dass ich sehr froh über diese Gabe bin. Sie lenkt mehr Aufmerksamkeit auf mich. Das ist sehr hilfreich für eine Priesterin, die eine eigene Gemeinde gründen möchte. Und was hat euch hierher verschlagen? Das ist eine lange, aber nicht sonderlich aufregende Geschichte. Ich bin in Absalom nämlich geboren und aufgewachsen, sah aber keinen Grund, dort zu bleiben. Welchen Sinn hätte es gemacht, aber das Glauben in eine Stadt zu lehren, die ohnehin schon groß und zivilisiert ist? Nein, ich fühlte mich zu abgelegenen Orten hingezogen, an denen die Zivilisation noch in den Kinderschuhen steckt. Es bereitet mir große Freude, dabei zu sein, wenn der Grundstein einer neuen Ansiedlung gelegt wird, oder zu sehen, wie eine Wildnis voller Monster und Banditen zu einem sicheren Hafen für friedliebende Seelen wird. Bist ja bei uns genau richtig. Ich bin Zeit meines Lebens durch die Welt gereist, um Orte wie eure Baronie zu besuchen. Und ich muss sagen, eure Stadt ist ganz nach meinem Geschmack. Eine blühende Stadt, die auf den Überresten der Festung eines Banditenkönigs errichtet wurde, ist genau die Art von Triumph, die Abadar beschreibt. Ich hoffe, meine Fertigkeiten als Priesterin werden für dieses Land und die Bewohner von Nutzen sein. Wenn es euch nur, Achtung, wir stellen mal eine philosophische Frage. Wenn es euch nur darum geht, den Bürgern zu helfen, warum verlangt ihr dann was für eure Dienste? Naja, das ist ein Teil von Abadars Philosophie. Die Gesetze und Regeln sind nicht ohne Grund entstanden. Sie bringen Ordnung in unsere Welt und dürfen ohne Not nicht gebrochen werden. Die Möglichkeit, etwas, was man begehrt, ohne Anstrengung zu bekommen, hat einen verderblichen Effekt auf unsere Seele. Ja, so kann man das auch sagen. Welche Dienste bietet ihr denn an? Oh, ich kann euch verschiedene göttliche Zauberschriftrollen verkaufen. Ich hätte gern, um ehrlich zu sein, hätte ich gern Heiltränke. Hier bietet niemand mehr Heiltränke an. Und das ist übel. Sie sind äußerst nützlich, die Zauberrollen. Selbst wenn ihr niemanden in eurer Gruppe habt, der sie lesen kann. In dieser Siedlung und überall sonst, wo es einen hilfsbereiten Kleriker gibt, müsst ihr lediglich eure Tasche öffnen und die Schriftrolle wählen, die ihr wirken wollt. Ich lese sie gerne für euch. Aber in der Wildnis müsst ihr vorsichtig sein. Eine Schriftrolle ist wertlos, wenn niemand sie lesen kann. Doch, ich bin total Schriftrollen gestählt. Um auf euren Reisen eine Schriftrolle einzusetzen, braucht ihr einen Zauberwirker, dessen magische Ausbildung sich auf solche Zauber erstreckt. Oder jemanden, der sich im Umgang mit magischen Gegenständen versteht. Kann ich selbst. Ja, gerne. Gerne. Ja, aber jetzt erstmal nicht. Wir setzen die eh viel zu wenig ein und schauen mal hin, was die alles kosten. Wir bräuchten den Rest unseres Vermögens, würde ich verprassen, für Heiltränke, um ehrlich zu sein. Ein gebräunter Halbelf verneigt sich höflich vor mir. Sein dichtes, kastanienbraunes Haar ist an den Schläfen bereits leicht ergraut. Ein sicheres Zeichen, dass er in seiner 7. Dekade ist, reif, aber für einen Halbelf noch nicht sonderlich alt. Ich heiße euch willkommen, euer Gnaden. Ich bin Eneo, ein fahrender Händler ausgefallener Waren. Ich kam erst kürzlich in euer Land und hoffe, eine Weile zu bleiben, bis die Straße mich wieder ruft. Na dann, erzähl. Wir sind gerade mal im Plaudermodus.
Ha, ich reise lieber durch die wilden und wenig bevölkerten Gebiete des Kontinents. Je weiter ich von großen Städten und Handelsrouten entfernt bin, desto weniger Konkurrenz. Machen wir die Reichen. Kaufmannsgilden. Bei meinen Reisen gelange ich mitunter in den Besitz echter Raritäten. Natürlich gerate ich mindestens ebenso oft in Schwierigkeiten. Nur wenige können von sich behaupten, von einem Riesenskorpion oder von einem riesigen Kaktus geflohen zu sein. Ach, du hast einen Blitzbogen. Den könnte ich jetzt gebrauchen. Aber... merkt euch mal, der hat einen Blitzbogen. Aber keine Heiltränke. Es ist wie... was ist denn das hier? Warte mal kurz. Ins Haus. Komm, wir gehen mal ins Haus. Kommen wir da einfach so ins Haus? Ist es mein Haus? Nee. Ach, wir müssen nochmal in den Thronsaal, ne? Das mache ich dann allein. Was wollte ich noch machen? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es echt vergessen. Es ist niemand da, der Heiltränke verkauft. Wir brauchen wirklich Bocken irgendwann. Nehme ich an. Was war denn das hier? Waren wir da schon drin? Bestimmt. Ne? Ach nee, da waren wir noch nicht. Ach so. So. Wir haben eine riesige Burg oder so. Na gut. Ich würde sagen, ich mache für heute Schluss. Ja, da müssen wir erstmal ohne Haltränke auskommen, ne? Das ist ja doof, ne? Falls ihr wisst, wo man Haltränke herbekommt, nur raus damit. Es wird dann einen Moment dauern. Und dann, ne? Weiß ich es auch. Ich sag ciao, ciao.